Wie und wann kam Geno in mein Leben? Das war im Prinzip die Ausgangsfrage, oder? Ihr seid alle ein Teil der Fans der Genossenschaftsidee hier bei R&V-Versicherung. Und warum macht ihr das? Warum stellt ihr euch diese Fragen? Ja, weil wir einfach festgestellt haben, es gibt in diesem Unternehmen unheimlich viele, die begeistert sind von der Genossenschaftsidee. Mhm. Und wir haben uns miteinander unterhalten und haben festgestellt, ja, wie bist du denn zur Geno gekommen? Und da gab es ganz entzückende und bezaubernde Geschichten. Und die Wege zum Erstkontakt mit der Genossenschaft, die waren vollkommen unterschiedlich. Ja. Herr Dörfler, wir haben uns ja eben schon unterhalten. Ich habe jetzt gesehen, Ihr Zettel, das ist, Sie haben es in den Genen. Also Ihre Eltern waren bei Edeka, also auch als Genossenschaftskaufmann. Genau, die waren selbstständige Kaufleute und die haben Edeka betrieben. Und mein Vater war Bäcker und war dann der Beko zugeordnet, der Bäckerei- und Konditorengenossenschaft. Ja, aber dann ist man ja wirklich über Genossenschaft sehr informiert, oder? Von Kindesbeinen an. Gar nicht, weil nee. Gar nicht. Weil im Arbeitsalltag da einfach der Geschäftsbetrieb laufen musste. Und dass die Geno und die Beko Lastwagen rein und rausgefahren sind, okay. Das war normal. Als Kind nichts Besonderes. Sie haben, glaube ich, hier diesen Zettel geschrieben, durch die, das ist auch wunderbar, durch die Spardosen von der Genossenschaftsbank, oder? So sieht's aus. Ich hatte eine Spardose halt bekommen und hatte dann dadurch auch ein Sparkonto eröffnet und das war mein erster Berührungspunkt. Und dann seid ihr aber einen Schritt weiter gegangen. Warum bin ich denn jetzt Fan? Ja, das ist ja irgendwie diese Frage. Und gut, das kommt auch von Ihnen, das ist der Klassiker von Raiffeisen, oder? Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Ja. Ob das, sage ich mal, jetzt im Privaten ist oder auch in der Firma. Eben, das erlebt man ja auch jeden Tag eigentlich bei der Arbeit. Ne? Genau, richtig. So sieht's aus. Ist das hier auch von Raiffeisen, was noch nicht ist, kann noch werden? Das war ein Teilnehmer, der einfach aus Neugierde zu dem ersten Treffen gekommen ist und gesagt hat, also ich höre mir das einfach mal an und dann schaue ich, wie ich mit einsteigen kann. Und wir haben uns sehr gefreut, dass er teilgenommen hat. Was soll jetzt das Ergebnis sein? Was, oder ist das völlig offen? Ja? Die Fans der Genossenschaftsidee, wo geht das hin? Ja, also wir haben da schon eine Zielvorstellung. Also wir möchten gerne, dass so viele Menschen wie möglich tatsächlich zu Botschaftern der Genossenschaftsidee werden. Und wir wollen natürlich auch schauen, wie können wir jetzt bei uns im Versicherungsunternehmen diese Idee auch nochmal modernisieren. Also wir haben da auch nochmal klare Perspektive. Das finde ich ganz entscheidend. Also 200 Jahre Raiffeisen gut und schön, aber was bedeutet das im 21. Jahrhundert, ja, sozusagen Raiffeisen 2.0. Wann seid ihr am Ende, wenn alle 15.000 Mitarbeiter Raiffeisen-Ideen-Fans sind? Oder muss das gar nicht sein? Also 15.000 finde ich zu wenig. Also wir denken in R&V und über R&V hinaus. Das ist doch eine super Idee. Ja, dann wünsche ich euch viel Glück und alles Gute für euren Fanclub. Danke.